Das Lied heißt Pausenlos. Mit Erdölkohle zu verdienen, sah sie nie als Lebenszweck. Als Personal gestrichen wurde, nahm sie die Abfindung wahr weg. Den alten Traum sich zu erfüllen, hat gebüffelt und geoxt. In der Ausbildung geschuftet, sich beharrlich durchgeboxt. Manche sie dabei zurückließ, andere nannten sie verrückt. Statt gute Kohle mitzunehmen, die Schulbank noch einmal gedrückt. 2,5 Jahrzehnte nach dem letzten Schultag, lange her, war das Lernen nicht so einfach und doch fiel es ihr nicht schwer. Beinahe pausenlos im Einsatz sind die Engel der Station. Die Proteste gegen Masken sehen sie als nackten Hohn. Unbegreiflich denen, die versuchen, Leben zu bewahren und mit zugefallenen Augen nach der Schicht nach Hause fahren. Und sie kloppte harte Schichten, früh im Dunkel, spät bei Nacht. Wusste, wenn sie dann nach Haus kam, was sie getan, was sie gemacht. Sah den Sinn, sah die Patienten in den Augen ihren Dank. Schwach, wenn sie ihr Zimmer räumten, aber nun nicht mehr schwer krank. Da war dieser schlimme Virus, man weiß nicht genau woher. Von einem Markt, aus einem Labor, vielleicht wär's hilfreich, wüsst man mehr. Flog von China um den Globus, schürte Panik, Dummheit, Wut. Sie zerriss sich für Patienten, machte ihre Sache gut. Beinahe pausenlos im Einsatz sind die Engel der Station. Die Proteste gegen Masken sehen sie als nackten Hohn. Unbegreiflich denen, die versuchen, Leben zu bewahren und mit zugefallenen Augen nach der Schicht nach Hause fahren. Sie versorgte Schwersterkrankte, die beatmet vom Gerät. Wochenlang gebankt um manche, Hilfe kam manchmal zu spät. Intensiv bis zur Entkräftung, am Zusammenbruch nah dran. Hielt sie nur durch mit Routine, bei voller Kraft von Anfang an. Covid-19, scheiß Corona, das die Luft zum Atmen nahm. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Mutationen man bekam. Viele kriegten ihre Impfung, fühlten sich so auch geschützt. Andere zweifelten am Nutzen, glaubten nicht, dass es was nützt. Beinahe pausenlos im Einsatz sind die Engel der Station. Die Proteste gegen Masken sehen sie als nackten Hohn. Unbegreiflich denen, die versuchen, Leben zu bewahren und mit zugefallenen Augen nach der Schicht nach Hause fahren. Wahrheit sah sie in der Klinik, wie man krepierte, wie man litt. Überbelegung, Überlastung, hörte, wie man drüber stritt. Und erschöpft vernahm sie Beifall aus den Fenstern vom Balkon. Statt Reformen in der Pflege oder wohlverdienten Lohn. Impfverweigerern, Verleugnern, die sich wehren hinzusehen.
wünscht sie klar, unmissverständlich, sie sollen doch zum Teufel gehen. Wird beschimpft für ihre Klarheit, die Erfahrung ihr gebracht, und bereitet sich zur Schicht vor durch die nächste lange Nacht. Beinahe pausenlos im Einsatz sind die Engel der Station. Die Proteste gegen Masken sehen sie als nackten Hohn. Unbegreiflich denen, die versuchen, Leben zu bewahren und mit zugefallenen Augen nach der Schicht nach Hause fahren. Sie ist nicht grenzenlos belastbar, nur so lange, bis es reicht, bis die Nerven überreizt sind, die Geduld dem End zuneigt. Nur noch Impferweigerer sind zu versorgen auf Station, die die Mitmenschen gefährden und das Personal bedrohen. Die sollen sehen, wo sie bleiben, was soll sie für die riskieren, dass sie selber noch erkrankt, sie wird sich umorientieren. Ihren Antrag auf Versetzung hat sie unlängst schon gestellt, weil sie die Umstände der Arbeit nun für unzumutbar hält. Sie will sicherstellen, dass sie das, was sie tun will, gerne macht und sich nach getaner Arbeit noch erinnert, wie man lacht.